Ladies and Gentlemen, willkommen zurück im Keller. Die letzten Videos gingen die ganze Zeit nur über den Lasercutter, aber jetzt habe ich mich mal entschieden, wieder ein Video mit der CNC-Fräse zu machen, weil nur Lasercutter wird langweilig und wenn wir schon zwei Maschinen haben, dann können wir die auch benutzen. Im heutigen Video geht es um einen, man könnte fast schon sagen, Stresstest für diesen Up-Down-Cut bzw. diesen Compression-Bit, also für den Compression-Fräser. Die Frage, die ich heute beantworten will, ist, wie stark kann ich diesen Fräser belastet, bevor er bricht? Also das Ziel von heute ist wirklich, den Fräser zu brechen und zu schauen, mit welcher Geschwindigkeit und mit welcher Belastung dieser Fräser dann abbricht. Beim Fräsen kann ich drei Parameter einstellen. Parameter Nummer 1 ist, wie tief der Fräser seine Bahn ziehen soll, also wie viel Zentimeter er in das Holz eintaucht, bevor er anfängt zu fräsen. Zum Beispiel, wenn ich ein Loch oder eine Aussparung fräsen will, die 20 mm tief ist, dann kann ich entweder 10 und dann nochmal 10 machen oder ich kann 5 mm machen oder ich kann 10 mm und dann zweimal nochmal 5 mm dran setzen. Also das ist eine Frage der Tiefe, also in die Z-Richtung, wie tief soll der Fräser eintauchen. Dann der nächste offensichtliche Parameter ist, wie schnell soll sich der Fräser bewegen, also mit wie viel Millimeter pro Sekunde. Er kann sich ganz, ganz langsam bewegen und das Holz wegfräsen oder er kann sich mega schnell bewegen. Und der dritte Parameter ist, wie viel bzw. wie groß ist die Überlappung zwischen dem Fräser, also nehmen wir das mal zum Beispiel als Fräser, zwischen dem Fräser und dem Werkstück. Das heißt, wenn das der Fräser ist, dann ist das eine sehr geringe Überlappung, wenn er in diese Richtung fährt. Und wenn er in diese Richtung zurückfährt, ist es eine sehr hohe Belastung. Also es gibt diese drei Parameter zwischen Tiefe, Geschwindigkeit und Überlappung von dem Fräser. Der Fräser ist 3 mm dick. Das heißt, man kann maximal, wenn man das ganze Material abtragen will, eine maximale Überlappung von 3 mm haben. Weil wenn man mehr als 3 mm so gesagt in das Holz eintaucht, dann bleibt an der anderen Seite ganz ein bisschen über. Aber wenn man natürlich so Pockets oder irgendwelche Bilder fräsen will oder große Flächen entfernen möchte, dann möchte man natürlich alles entfernen und nicht ganz kleine Sachen, ganz kleine Splitter übrig lassen. Deswegen zwischen 0 und 3 mm, alles ist möglich. Und die eigentliche Frage, die ich mir jetzt also stellen will, ist, wo ist dieser Punkt, bei dem wir möglichst schnell fahren können, beziehungsweise möglichst tief fahren können. Das, was ich maximieren will, ist die Materialabtragsrate. Aber da ich kein Meister der CNC-Fräse bin, weiß ich nicht genau, ob es besser ist, schneller zu fahren oder tiefer einzutauchen. Und dafür machen wir jetzt wieder einen Parametertest. Für diesen kleinen Test habe ich mir eine Holzplatte genommen und auf diese Holzplatte die einzelnen Elemente angemalt, mit dem Laser eingraviert, die ich abfräsen möchte. Hier mal eine kleine Montage dazu. Der X-Achse sehen wir, wie schnell der Fräser fahren soll. Das heißt, wir fangen bei 500 mm pro Minute an und gehen über zu 1500 mm pro Minute. Das Maximale, was die Fräse schafft, sind 2000 mm pro Minute. In die Y-Achse, also nach oben hin, haben wir einmal eine Überlappung von 0,3 mm, 0,6, 0,9, 1,2 und 1,5. Für das linke untere Kästchen brauchen wir
10 Minuten. Das heißt, das wird sehr, sehr langsam ablaufen. Und für das obere Kästchen werden wir 1 Minute 40 brauchen. Das heißt, fast ein Fünftel der Zeit. Und ich bin sehr gespannt, ab welchem Zeitpunkt der Fräser bricht. Und dann werde ich wissen, okay, das ist oder das sind die Parameter, die ich nicht benutzen sollte, weil da fängt der Fräser an zu brechen. Deswegen werde ich von diesen Parametern dann für die nächsten Fräsprojekte dann 80% zurückgehen und bei diesen Geschwindigkeiten bzw. bei diesen Überlappungen fräsen, damit ich möglichst schnell und effizient bin. Der nächste Schritt ist erstmal, dieses Holzbrett auf der CNC zu befestigen und danach die Fräse so zu positionieren, dass sie bei unserem geplanten Nullpunkt ist, und danach werden wir jeweils in Reihen, das heißt, wir werden mit 0,3 anfangen, ein bisschen ranzoomen, mit 0,3 anfangen, danach 0,6, 0,9 und irgendwann wird der Fräser brechen. Deswegen haben wir auch eine Schutzbrille dabei, damit uns nichts ins Auge fliegt. Ich würde sagen, ihr schaut einfach zu und ich lege los. Ich habe die Platte nun mit 3 Schrauben befestigt, weil ich ganz genau weiß, wo die Konturen sind, die abgefahren werden. Kann ich auch ganz einfach hier mit Schrauben einfach ins Holz reinbohren, ohne mir Sorgen zu machen, ob nun der Fräser diesen Punkt hier überfräsen wird oder nicht. Dafür habe ich hier drunter nochmal eine andere Holzplatte, die wird festgehalten mit den 2 Schrauben und die liegt auf unserem Spoilboard auf. Weil dieses Spoilboard da rein zu bohren bzw. rein zu schrauben mit den Schrauben ist nicht so geil. Dafür habe ich dieses andere Holz nochmal drunter gelegt. Der nächste Schritt ist, entweder nehme ich einen neuen Bohrer oder ich glaube, ich mache einfach mit dem Bohrer, mit dem Fräser, Entschuldigung, weiter. Wir positionieren ihn an die linke untere Ecke und starten die 03er. Der G-Code ist natürlich ganz anders vom Laser. Das heißt, ihr habt gesehen, wie ich den Laser gemacht habe. Jetzt zeige ich euch in einer kurzen Compilation von 10 Sekunden, wie ich den G-Code für die einzelnen Pockets erstellt habe. Weil, wie vorhin gesagt, gehe ich davon aus, dass der Fräser früher oder später brechen wird, ist es ganz wichtig, Schutzbrille zu tragen. Und weil ich gar keinen Bock auf die lauten Geräusche die ganze Zeit habe, habe ich immer doppelten Gehörschutz. Das heißt, ich nehme einmal die Stöpsel und über die Stöpsel kommt dann der große Gehörschutz. Und dann ist es wirklich sehr, sehr leise und auch aushaltbar. Und man kann hier wirklich stundenlang vor der CNC-Maschine sitzen und man ist vom Gehörlichen auf jeden Fall sehr abgesichert. Meine Prognose ist, dass wir die ersten 3 Reihen, also 03, 06, 09, relativ gut überstehen. Ab 02 Überlappung, da kann es dann schon gefährlich werden. Aber bei den ersten 2-3 Reihen mache ich mir auf jeden Fall gar keine Sorgen. Die machen wir das erstmal nur am Test, für den Test. Und ich wäre sehr verwundert, wenn wir schon in den ersten 2 Reihen einen Bruch von unserem Fräser bekommen. Gehörschutz ist drin, Augenschutz ist drauf, zweiter Schutz ist auch drauf, Programm ist ausgewählt und wir starten jetzt einfach mal den Fräser. Der 0,3er Versuch ist durchgelaufen. Wenn wir uns einmal die Späne anschauen, sind es weniger Späne, sondern eher mehr ein Pulver. Also überall bei jeder Geschwindigkeit haben wir fast überall dieselbe Struktur von unseren Holzspänen.
Hier lief alles super, es gab keine Beschwerden von der Maschine, alles kühl, der Fräser ist auch kühl. Das heißt, wir verdoppeln jetzt die Belastung, wir gehen von 0,3 auf 0,6 und schauen, wie dabei alles verlaufen wird. Die Oberflächenqualität von der ausgeschnittenen Fläche ist einfach perfekt. Also die ist viel besser als die fabrikgefertigte geschliffene Fläche von dem normalen Holz. Also es ist wirklich mega weich, komplett eben. Das heißt, falls ihr eine Fläche braucht, die wirklich optimal gefräst ist, dann ist eine Überlappung von 0,3 hervorragend. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen zu 0,6 über. Wir sind durch mit der zweiten Reihe. Am Anfang haben wir wieder ein komplettes Pulver. Das liegt an der langsamen Geschwindigkeit. Hinterher haben wir mehr Späne. Der Fräser ist noch kühl, also hat alles perfekt funktioniert. Es gab keine komischen Geräusche. Deswegen starten wir jetzt mit Reihe 3. So langsam bewegen wir uns zum Gefahrenbereich. Also die Späne bei der dritten Linie bei 1500 mm pro Minute, die haben schon eine richtige Spanform. Das zeige ich einmal kurz. Das heißt, wir haben hier schon mal eine richtig gute Spanform. Also man sieht, das sind kein Staub, sondern wirklich Späne. Und dieser Cut war auch wirklich sehr aggressiv. Also ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt bei einem Überlapp von 1,2 mm passieren wird. Insbesondere bei der allerschnellsten Geschwindigkeit. Weil das, was gerade eben hier war, war schon, würde ich sagen, oh, da treffen wir so langsam auf mein Comfort Limit. Aber wir schauen einfach mal, wie es da weiterlaufen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr überrascht, dass es immer noch aushält. Es ist ein bisschen warm geworden, aber der Fräser scheint zu laufen. Wir gehen über zur letzten Reihe und wenn da nichts kaputt geht, dann bin ich wirklich sehr, sehr überrascht, dass es alles funktioniert hat. Und ich hätte nie gedacht, dass ich einen Fräser, beziehungsweise diesen Fräser so stark belasten kann. Ich hatte es schon öfter, dass diese Corndog-Fräser bei mir abgebrochen sind, aber dass der so lange und so gut durchhält, hätte ich nicht erwartet. Ohne weiteres zu reden, wir fangen mit der letzten Reihe an. 1,5 mm Überlapp, also die Hälfte vom Fräser, und alle Geschwindigkeiten nochmal durch. Ja, Ladies and Gentlemen, es ist absolut nicht das passiert, was ich eigentlich gehofft habe, das passiert. Und zwar habe ich gehofft, dass der Fräser bricht. Nicht, weil ich einen gebrochenen Fräser haben möchte, sondern eigentlich, weil ich wissen möchte, wo das Limit von diesem Fräser ist. Erstaunlicherweise, was ich nie gedacht hätte, hat er alles geschafft durchzufräsen. Bei dem allerletzten, beziehungsweise bei der letzten Reihe mit dem größten Überlapp und mit den höheren Geschwindigkeiten habe ich schon gesehen, wie sich der Fräser verbogen hat. Also er ist wirklich nicht senkrecht gefahren. Er ist wirklich nicht senkrecht gefahren, sondern ich habe diese Deflection in dem Fräser sehen können. Aber er hat gehalten. Crazy. Das heißt, ich habe ein Stück Holz umsonst verschwendet. Umsonst nicht, weil ich das natürlich weiß, dass er 1,5 Überlapp mit 1500 mm pro Minute aushält. Aber wir sind nicht am Ende. Das heißt,
Das nächste Video ist wieder ein Fräsvideo und wir schauen uns an, wie ich jetzt diesen Fräser endlich zum Ende bringen kann. Aber wir haben wichtige Sachen gelernt und die können wir uns trotzdem jetzt einmal anschauen. Also nochmal zusammengefasst, wir haben auf der X-Achse die Geschwindigkeiten und auf der Y-Achse den Überlapp. Was man hier sieht, ist, dass dort, wo wir sehr langsam gefahren sind, beziehungsweise sehr langsam mit sehr geringem Überlapp, haben wir an den Seiten eine wirklich sehr, sehr schöne Fläche. Wenn wir das mal hier beachten, vielleicht kann ich noch ein bisschen reinzoomen und von der Seite gucken. Wenn wir das hier mal anschauen, sehen wir überall diese Fransen. Also, ich hoffe, man sieht die auf dem Video. Überall diese kleinen Härchen, die dort anfangen, wo sich ein Pfad vom nächsten trennt. Also, er fährt normalerweise, das zeige ich mal auf, der Fräser fährt in Halbkreisen. Und der Ansatz von den Halbkreisen ist immer dort, wo diese Härchen entstehen. Und deswegen haben wir hier und da, dort wo wir sehr großen Überlapp haben, auch bei den 500 mm, wo wir sehr langsam gefahren sind, aber den 1,5 Überlapp haben, haben wir diese Härchen. Das heißt, mein Ziel ist noch herauszufinden, wie ich diese Härchen mit einer zweiten Operation entfernen kann. Also, dass wir einmal nochmal ganz langsam nur außen rumfahren und so durch diese Härchen entfernen können. Das war mal wieder ein besonderer Abend in meiner kleinen Werkstatt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Experimente, die ihr euch an eurer CNC-Fräse nicht traut, könnt ihr sie gerne zu mir schicken. Ich habe noch ein paar von diesen Fräsern übrig, 5 Stück, um genau zu sein. Und das heißt, 4 Eckmal kann ich den kaputt machen. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr sie sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video, wo wir hoffentlich das Limit von dem Fräser finden können. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.